Und nach wenigen Wochen ist er, zieht er ein im Ziffert M in einem Kämmerchen unterm Bach und wird wie, wie ein Sohn von den Leitern des Ziffert M aufgenommen. Und das meldet er nach Hause. Und sein Vater ist wiederum so beeindruckt, dass er sagt, Mensch, wenn es da so eine christliche Gastfreundschaft gibt, dann will ich ja auch Gastfreundschaft zeigen. Er baut den Kuhstall hinterm Haus um und lässt 6 Straßenkinder von der Straße, die nichts haben, da einziehen und kümmert sich um die. Und daraus entsteht die Kirche, daraus entsteht die Netanja-Kirche. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Aus der Einladung zu einem Abendessen beim CVJM entstand am Ende ein Kinderheim in Indien, danach Schulen, Krankenhäuser sowie die sogenannte Netanja-Kirche, zu der über 100.000 Menschen in ganz Indien inzwischen gehören. Unser heutiger Gast ist Journalist, Theologe und Liedermacher und hat sich das Ganze in Indien einmal angeschaut und ist, so muss man das sagen, restlos begeistert. Davon wird er uns heute erzählen, in der Hoffnung, dass ein wenig von der Begeisterung rüberkommt auf Sie, unsere Zuschauer. Herzlich willkommen, Christoph Zehntner. Dankeschön. Namaste. Namaste, schon sind wir mittendrin. Namaste, ich sehe Sie oder ich sehe dich, würden die Inder sagen. Ich gucke Sie an, falte die, na, lege die Handflächen zusammen vor der Brust und dann verneige ich mich. Und das ist ein wunderschöner Gruß. Das ist viel mehr als Hallo so aus der Ferne. Ich nehme dich wahr, ich nehme Sie wahr. Das hat mich sehr begeistert in Indien, dieser Gruß. Sagt man das bei jeder Gelegenheit? Ist das tatsächlich Grunde, so wie Guten Tag? Ja, das ist wie Guten Tag und es ist wahrscheinlich für die meisten eher beiläufig. Aber es hat mich immer wieder begeistert, auch am Flughafen bei wildfremden Menschen oder so. Wenn ich nur ganz kurz eine Bewegung in der Richtung mache, sofort gucken die mich an und verneigen sich auch so. Und das ist immer eine schöne Geste, eine anmutige Geste, nie beiläufig. Das ist ja auch der Titel Ihres Buches, da ist es übersetzt, du bist gesehen. Das heißt es wortwörtlich, ja? Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Es kommt ursprünglich wahrscheinlich von so einer Götterverehrung im Hinduismus her, dass man vor dem Gott sozusagen sich verneigt. Und heute sieht man im Menschen das Besondere. Also ist jetzt meine Sicht der Dinge, sieht das Gegenüber. Mich hat das so begeistert, dass es einerseits diesen wunderbaren Gruß gibt, aber andererseits, schrecklich, in Indien so ganz krasse Gegensätze zwischen ganz reichen Leuten, verspiegelten Hochhauspalästen, die wunderschön sind, unglaublich groß, und direkt daneben die bitterste Armut. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn man doch einander wirklich wahrnehmen würde, sehen würde, würde es doch hier ganz anders aussehen. Ich habe einen Moment überlegt, weil dieses Namaste natürlich auch bedeutet, also sagen wir mal, im christlichen Hintergrund, da würde man ja sagen, aha, ich sehe im anderen das Abbild Gottes, großartig, dann kann ich das ebenso auch als Gruß ausdrücken. Aber das ist nicht... Das ist nicht die Wurzel. Nicht hinduistische Religion, oder? Nein, das ist nicht die Wurzel. Ich möchte es so verstehen und ich habe viele Christen kennengelernt in Indien, die es genauso verstehen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser unglaubliche Satz von der Hagar im Alten Testament, das sehe ich im Zusammenhang mit dem Namaste-Gruß als eine große geistliche Aussage. Und die Christen der Netanja-Kirche, Sie haben deren Geschichte ja in Kurzfassung schon erzählt, die begeistern mich deswegen, weil sie eben genau das tun, im anderen das Geschöpf Gottes sehen, im anderen gerade dann, wenn er im Slum haust, wenn er in einem Dschungeldorf wohnt, wenn er AIDS hat, wenn er nichts zu bieten hat, wenn er leprakrank ist. Auch das gibt es heutzutage noch, obwohl die Krankheit längst besiegt ist. Ich sehe dich und ich will mich dafür einsetzen, dass es dir besser geht. Ist es das, weswegen diese Netanja-Kirche auch so floriert, so wächst, weil es eben ein anderer Blick auf die Menschen ist? Ich glaube ja. Das heißt nicht, dass andere Kirchen das nicht auch machen oder andere soziale Einrichtungen. Ich habe es da sehr stark erlebt und es hat mich sehr bewegt. Und ja, mit der Konsequenz, dass ich einerseits dem anderen wünsche, dass es ihm besser geht und was dafür tue, also ein Krankenhaus baue, Kinderheime baue für die vielen Waisen, Witwenhäuser baue, ganz einfach, aber effektiv, hilfreich. Und zum anderen, ich wünsche mir auch, dass er Gott kennenlernt, dass er merkt, ich bin ein Geschöpf, dass er seinen Wert auch dadurch findet, seine Würde findet, dass er sich auf eine Beziehung zu Gott einlassen kann. Und dieses ganz normal miteinander, nicht gegeneinander, soziales Engagement und, sagen wir, missionarisches, geistliches Einladen zum Glauben, das habe ich so, ich bin ein bisschen unterwegs in verschiedenen Ländern der Welt, das habe ich so überzeugend in der Schlichtheit sonst noch nirgendwo gesehen, das hat mich begeistert. Sie haben es am Anfang gesagt, ja, ich bin total begeistert, ich habe sehr viel gelernt von diesen Christen und ich merke das bis in Alltagsdinge hinein, dass es mich prägt und dass es mich verändert hat, obwohl ich eher ein Kopftyp bin, eher ein intellektuell rangehender, hat mich diese Herzlichkeit, die da auch drin steckt, schauen wir gleich noch ein bisschen
Entschuldigung. Schauen wir gleich noch ein bisschen drauf, wo sich das für Sie persönlich auswirkt. Noch mal ein bisschen auf Indien zurück, weil Sie gerade gesagt haben, nein, Sie verstehen es nicht als Abgrenzung zu anderen Kirchen, die möglicherweise dort auch was anderes tun, aber auch Ähnliches und Gutes tun. Ist es in Abgrenzung zum, wie soll ich sagen, zum hinduistischen Lebensgefühl, zum indischen Lebensgefühl? Oder gibt es das gar nicht, das indische Lebensgefühl? Ich bin ganz vorsichtig und sage, ich bin kein Indien-Experte. Ich bin viermal da gewesen und habe einige Wochen sehr intensiv dort erlebt, kenne einige Menschen und über die kann ich etwas sagen, aber nicht über Indien. Indien ist riesig groß und da gibt es alles Mögliche. Also meine Worte sind an dem Punkt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ich habe sehr wohl erlebt bei verschiedenen Reisen, auch in verschiedene Gegenden, einmal auch auf der politischen Ebene, wo ich mit einem Politiker unterwegs war und so das Fünf-Sterne-Hotel Indien erlebt habe, dreimal dann bei der Netanya-Kirche und ihren Einrichtungen. Es gibt dieses Menschenverachtende im Hinduismus, diese Stufenleiter, dieses Ranking. Du bist ein Brahmane, ein Königlicher und du bist unberührbar. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist, ganz hart gesprochen, für mich gar kein Mensch. Und in diese Situation hinein dann zu sagen, der da unten und der da oben sind gleich viel wert vor Gott. Der ist ein Geschöpf Gottes. Die Witwe, die von ihrer Familie verstoßen worden ist, weil man ihr indirekt den Tod des Mannes anlastet. Völliger Unsinn. Aber diese Witwe ist genauso viel wert wie der dort. Es gibt nur noch die Jesuskaste, heißt es in der Netanya-Kirche. Es gibt nur noch diese eine Kaste. Natürlich ist menschlich wie überall, aber diese Grundhaltung, die begeistert mich schon sehr. Und die ist anders, als es im Hinduismus, wie ich ihn kennengelernt habe, passiert. In Indien können Sie es erleben, dass Leute vorbeigehen an jemandem, der an der Straße liegt und stirbt und sich nicht um den kümmern und auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben oder nichts dabei empfinden, weil der ist ja selbst schuld oder der stammt aus einer anderen Kaste oder der hat in seinem früheren Leben das und das falsch gemacht. Geht mich nichts an. Ist das der Punkt in früheren Leben, also dass der das irgendwie selbst verdient, dass es ihm jetzt so geht? Ich glaube, das ist nur ein Teil der Erklärung. Es ist noch schlimmer, es interessiert die Leute einfach nicht. Sie sind das von ihrer Religion her nicht gewöhnt. Ich bin vorsichtig, aber so habe ich es empfunden. Sie sind es nicht gewöhnt, dass der da liegt, genauso viel wert ist wie Sie. Es interessiert Sie nicht. Bin ich verwandt mit dem? Ich bin nicht auf einer Stufe mit dem? Soll der sehen, wie er klarkommt? Ist es auch, weil man mit dem eigenen Leben so beschäftigt ist? Weil ich mir Indien ja vorstelle als ein Land, wo man ja doch noch ziemlich kämpfen muss, um auch das Existenzielle noch zu erreichen. Ich mag es lieber von meinem christlichen Glauben her beantworten, die Frage, wenn wir so als goldene Regel mitgegeben bekommen, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, dann ist das sowas von selbstverständlich für uns, dass der Mensch, der da liegt, Nächster ist. Nicht jeder hilft in der Situation. Mancher ist unsicher, manchmal, aber es lässt uns nicht in Ruhe. Es wühlt uns auf und das ist gut und das ist richtig und da ist diese gute christliche Wurzel in unserer Gesellschaft ganz wichtig. Und wo das nicht der Fall ist, dann können wir was erleben, was ich oft als menschenverachtend empfinde. Und umso wichtiger ist dort dieser Aspekt der Botschaft des Evangeliums. Jeder Mensch hat Wert, jeder Mensch ist wichtig, jeder Mensch hat es auch verdient, dass ich mich nach meinen Möglichkeiten um ihn kümmere. Wir haben eben gesagt, Netanya-Kirche, Namaste, hat einen, wie soll ich sagen, nein, nicht ideologischen Hintergrund, aber es hat einen Hintergrund, es ist eine Aussage. Gilt das auch für Netanya? Netanya, gut Hebräisch, heißt Gott hat's gegeben. Eine ganz einfache Aussage, das ist ein Geschenk Gottes. Diese Kirche ist ein Geschenk Gottes. Sie haben es vorhin erzählt, da kommt vor einigen Jahrzehnten ein junger Inder nach Deutschland, soll in den Bibelkreis gehen. Seine Eltern haben ihm das dringend nicht nur empfohlen, sondern es gefordert von Indien aus, damit er bei den wilden Deutschen nicht vom Glauben abfällt. Habe ich wahrscheinlich nicht so formuliert. Und dann sucht er und landet ausgerechnet in der Adventsfeier des CVM in Sindelfingen. Mit Plätzchen und Spekulatius und Weihnachtsliedern und so. Also so hat man sich im Bibelkreis wahrscheinlich nicht vorgestellt. Aber was er antrifft, obwohl er ganz dunkle Haut hat, was damals sehr selten war in Deutschland, obwohl er kaum Deutsch kann, obwohl er sich überhaupt nicht auskennt, große Gastfreundschaft, Liebe, Freundlichkeit. Und nach wenigen Wochen zieht er ein im CVM in einem Kämmerchen unterm Dach und wird wie ein Sohn von den Leitern des CVM aufgenommen. Und das meldet er nach Hause und sein Vater ist wiederum so beeindruckt, dass er sagt, Mensch, wenn es da so eine christliche Gastfreundschaft gibt, dann will ich ja auch Gastfreundschaft zeigen. Er baut den Kuhstall hinterm Haus um und lässt 6 Straßenkinder von der Straße, die nichts haben, da einziehen und kümmert sich um die. Und daraus entsteht die Kirche, daraus entsteht die Netanya-Kirche. Das kann man sich nicht ausdenken als Mensch. Das also gar nicht so ein großes, wie man das manchmal kennt, so Berufungserlebnis, so nach dem Motto, ich gebe jetzt Jesus mein Leben, sondern da hat einer gedacht, ich will was zurückgeben, was die an meinem Sohn getan haben. Genau. Und das finde ich großartig, ich mache ein Sozialprojekt sozusagen.
Und noch einen Schritt davor. Stellen Sie sich mal vor, wenn jeder dunkelhäutige oder exotisch aussehende oder von außen kommende, der in unseren Gemeinden auftaucht, so gastfreundlich aufgenommen würde, was los wäre weltweit, wenn das überall passieren würde. Können wir nicht machen. Aber aus dieser eigentlichen Selbstverständlichkeit, die ja leider nicht selbstverständlich ist, wächst was ganz Großes. Das hat mich begeistert. Das hat dann dazu geführt, dass ich mehrfach dahin gefahren bin, auch die Organisation ein bisschen kennengelernt habe, beraten habe und dann irgendwann von einem Verlag auch eingeladen worden bin, ein Buch drüber zu schreiben. Ich habe mittlerweile für mein neues Album auch einige Lieder zu dem Thema gemacht. Also mich begeistert das sehr, obwohl ich nicht meinen Lebensmittelpunkt nach Indien verlegen möchte. Ich möchte hier in Deutschland was von denen lernen und freue mich, wenn sie umgekehrt sagen, hey, du tust uns auch gut, mit deinen manchmal kritischen Fragen oder deiner anderen Art ranzugehen. Sie haben eben gesagt, können wir nicht machen mit dieser Gastfreundschaft, die dieser Mensch dort erlebt hat. Da hätte ich am liebsten sofort gesagt, doch, können wir doch machen. Streichen Sie doch diesen Satz. Ich weiß, was Sie meinen. Wir können die große Wirkung nicht machen. Aber was wir machen können, da sind wir, glaube ich, ganz einig, dass wir diesen Akt der Gastfreundschaft selbstverständlich einüben. Dass wir den Menschen, der da kommt und der sich schwer tut, selbstverständlich aufnehmen. Das ist doch das, was Jesus uns beibringt. Gott sei Dank tun das ja auch viele Kirchengemeinden. Das muss man bis jetzt immer noch so sagen, was ihnen oft noch vorgeworfen wird inzwischen. Aber ich finde so eine Geschichte sehr schön, um diese Leute auch zu ermutigen, nach dem Motto, schaut man, da ist schon mal sowas Großartiges daraus entstanden. Vielleicht wird das auch durch deine Tat so sein. Nochmal zurück nach Indien. Sie sind da begeistert. Sie haben da vieles erlebt. Sie haben eben von einer Fünf-Sterne-Indien gesprochen. Was soll ich mir darunter vorstellen? Das erste Mal, dass ich in Indien war, vor mittlerweile etwa 10 Jahren, war ich mit einer politischen Delegation da. Ich habe berichtet für das öffentlich-rechtliche Radio damals, bin mit Fraktionschef der baden-württembergischen CDU unterwegs gewesen. Wir haben den deutschen Botschafter besucht. Wir hatten Empfänge bei der Industrie- und Handelskammer, in großen Firmen, bei der indischen Arbeitsministerin, haben in den entsprechenden Hotels logiert. Es war toll. Ich habe ein strahlendes, aufstrebendes, hochmodernes Indien erlebt, eben das Fünf-Sterne-Hotel Indien. Und das ist Indien, das ist ein Teil von Indien. Aber schon da habe ich gemerkt, beim Weg zum Flughafen sind wir, ich glaube, eine Dreiviertelstunde durch ein Slum-Gebiet gefahren im Schritttempo. Und das passt überhaupt nicht zu dem Indien, was ich sonst gesehen hatte. Und dann bin ich nach Hause gekommen und wenige Tage später kriegte ich einen Anruf von einem Freund, der meine Beiträge im Radio gehört hatte. Und der sagte, Christoph, jetzt kennst du das Fünf-Sterne-Hotel Indien, der Begriff stammt von ihm. Wir wollen dir gerne das richtige Indien zeigen. Und der hat mich dann zur Netanya-Kirche eingeladen und dann nahm das seinen Lauf, was dann zu meinem Buch und zu meiner Begeisterung geführt hat, dass ich Menschen im Slum besucht habe, einen Sondergottesdienst von AIDS-kranken Frauen, ein Witwenhaus und sehr viel, sehr nachdenklich geworden bin, sehr dankbar geworden bin auch für das, was wir hier haben an Möglichkeiten, nachdenklich geworden bin darüber, ja, was muss denn, wenn ich so konsequent leben möchte als Christ wie die Geschwister dort, was muss denn passieren bei mir? Wo kann ich mich denn von denen in Frage stellen lassen? Wie wird denn diese Kirche aufgenommen? Ich will mal so sagen, wenn so viele Leute sich dem zugehörig fühlen, auch mal von Betroffenen, gut. Aber es könnte ja auch der Eindruck entstehen, da sind jetzt Christen, was wollen die von uns? Und außerdem ist es ja eine indirekte Kritik an den Zuständen, ja, wenn die das so machen. Also, gibt es dort auch Kritik? Gibt es auch Opposition so einer Kirche gegenüber? Und noch viel Heftigeres. Ja, also das kommt in manchen Teilen, wir reden vor allem über die Bundesstaaten Andhra Pradesh, Orissa und Umgebung in Indien, es kommt in manchen Teilen vor. Das ist im Norden? Das ist im Südwesten, ganz grob zwischen Kalkutta und Madras. Jetzt hoffe ich, dass ich in den Himmelsrichtungen richtig dran bin. Es kommt davor, dass Menschen, weil sie Christen werden, ihren Job verlieren. Es kommt vor, dass ein Mensch, der als sehr arm von der Regierung anerkannt ist sozusagen und der dann im subventionierten Lebensmittelladen seinen Reis kaufen kann, 2 Rupien oder 3 Rupien zahlt für den Sack Reis, dann, wenn er einen Stempel in den Pass kriegt, ist Christ geworden, nicht mehr in diesem Laden einkaufen kann. Das bedeutet, er zahlt ab sofort den 10-fachen Preis. Das ist keine Christenverfolgung im engeren Sinne, aber man muss schon mutig sein, um Christ zu werden. Und Christenverfolgung gab es direkt in der Nachbarschaft, im Bundesstaat Orissa, der an Andhra Pradesh angrenzt. 2008, ganz furchtbares Pogrom, Massaker mit Dutzenden, möglicherweise Hunderten von toten Christen, die einfach nur umgebracht worden sind, weil sie Christen waren von fanatischen Hindus. Also in dieser Atmosphäre gibt es schon eine Menge Widerstand, eine Menge Druck. Ein Vater, der bisher ganz normal seinen Alkoholkonsum damit befriedigen konnte, dass er seine Tochter abends verkauft hat. Und wenn dann die Tochter sozusagen Zuflucht findet bei Christen von der Kirche, der ist erstmal nicht begeistert.
hoffentlich, wenn er mal zu Verdienstausfall, ja, hoffentlich, wenn er mal zur Besinnung kommt. Aber solche kleineren und größeren und massiven Auseinandersetzungen gibt es oft in der Netanja-Kirche mit verschiedenen Leuten, die mit ihnen zu tun haben. Und es gibt eben auch direkte Verfolgung durch die Nähe zu dem Bundesstaat Orissa, der nochmal um einiges stärker auf die hindu-nationale Karte setzt. Und da habe ich Geschichten gehört von Leuten, die sie selbst erlebt und erlitten haben, die mir die Tränen in die Augen getrieben haben. Christ zu sein bedeutet Mut zu haben dort. Das ist schon anders als bei uns. Wissen Sie, ob das eine neuere Entwicklung ist? Also weil Sie jetzt gerade Nationalisten sagen, das geht ja leider weltweit her so herum. Oder war das in den letzten Jahrzehnten immer schon so in Indien? Ich frage, weil man ja auch bei Indien immer denkt, ach, das ist eigentlich so, da kann jeder nach seiner Fassung selig werden, weil die sind alle so tolerant, die Hindus. Das ist die größte Demokratie der Welt, das passt da noch dazu. Ja? Nach dem, was ich höre, ich bin auch wieder vorsichtig, ich bin kein Indien-Experte, nach dem, was ich höre, wird das schleichend immer ein bisschen schwieriger. Da wird hier ein kleines Gesetz geändert und da ein kleines Gesetz geändert. Und es wird immer schwieriger, die Regierung des Bundesstaates, also insgesamt nicht von den einzelnen Bundesstaaten, sondern von dem gesamten Staat Indien, ist sehr stark hindu-national ausgerichtet. Und das bedeutet, dass alle Minderheiten, also auch Muslime, auch Juden, es immer etwas schwieriger haben. Und da sind die Christen in Indien schon in Angst, wie das weitergeht. Und zwar jetzt nicht nur die Netanja-Kirche, sondern insgesamt. Früher gab es einen Rat von Kirchen, der als Beirat sozusagen die Regierung beraten sollte und sich melden sollte, wenn Minderheitenrechte irgendwie verletzt wurden. Der Rat wurde nach meinem Kenntnisstand abgesetzt. Der interessiert nicht mehr. Und das sind so schleichende Dinge. Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung. Wenn man an Kirche denkt, fällt einem natürlich schnell Mutter Teresa ein und da hat man ja nie so etwas gehört. Oder ist das einfach die Brille, die wir aufgesetzt haben? Mutter Teresa hat für die Entstehung der Netanja-Kirche eine ganz wichtige Aufgabe, eine ganz wichtige Rolle gehabt. Ich glaube, in der Zeit war noch manches einfacher als heute, nach dem, was ich höre. Im Jahr 1993 ist der heutige Bischof der Kirche bei ihr gewesen als junger Pastor in Kalkutta und war begeistert von ihrer Arbeit, hat die Hospize gesehen, die Kinderheime gesehen und ganz am Ende der Begegnung saßen die beiden zusammen, nur sie und er hat mir das erzählt und hatte fast Tränen in den Augen und dann hat sie ihn gefragt, ja junger Pastor, was machst du denn eigentlich? Und dann hat er gesagt, Mensch, wir machen Kinderheime und machen eine ähnliche Arbeit wie du und hat ihr begeistert erzählt, kann man sich ja vorstellen, wenn man so einer Legende sowas erzählen kann. Und dann hat sie seine Hand getätschelt, als würden sie sich seit Jahrzehnten kennen, wie eine Mama bei ihrem Sohn und sagte, weißt du, es kommt nicht darauf an, wie viel du tust, sondern mit wie viel Liebe du es tust. Und das hat ihn umgehauen, nicht weil er nicht vorher auch schon engagiert und liebevoll gewesen war, sondern weil er gemerkt hat, was das eigentliche Geheimnis an dem Erfolg, in Anführungszeichen, an der Wirkung dieser Frau ist. Und dann hat er versucht, seine Arbeit in seiner Netanja-Kirche entsprechend auszurichten und vor allem sich selbst entsprechend auszurichten. Und das scheint funktioniert zu haben, weil es Sie eben auch so berührt. Ich finde, es hat funktioniert. Gibt es da Beispiele, wo Sie sagen können, also hier an so einer Geschichte, da habe ich es besonders gemerkt? Ich habe ein paar Mal erlebt, was das für Entfernungen sind, die man zurücklegt, wenn man innerhalb des Gebietes dieser Kirchen unterwegs ist. Und auf was für Straßen, wie man erledigt nach Hause kommt. Und einmal nachts um 2 oder so, nach einer sehr, sehr anstrengenden Fahrt, kommt der Bischof nach Hause. Und da steht direkt bevor er ins Bett gehen will, steht direkt vor der Tür eine alte Frau. Und natürlich denkt er, die kann er morgen auch noch, muss doch jetzt nicht und so. Ich bin einfach erledigt. Aber er geht auf sie zu und er fragt, Mütterchen, was ist denn? Und dann überreicht sie ihm einen Säugling, den sie auf dem Arm hat und sagt, der Vater ist weg, die Mutter ist an AIDS gestorben, ich habe keine Kraft mehr und gibt ihm das Kind in die Hand. So, was zählt, ist die Liebe. Das begeistert mich, dass er dann angesichts der vielen Baustellen, der vielen Arbeiten, des immer eigentlich zu wenig an Mitarbeitern und Geld haben, dass er dann Zeit hat für die alte Dame, Zeit hat für das Kind und dass das Kind dann in einem Kinderheim aufwachsen kann. Und heute, ich habe sie kennengelernt, weiß nicht, Physik oder Naturwissenschaften oder irgend sowas studiert. Eine Traumgeschichte nach diesem furchtbaren Anfang, das ist der Unterschied. Und nicht nur irgendwelche Zahlen nach Deutschland melden oder sagen, das und das machen wir toll, nehmt euch ein Beispiel an uns, sondern aus einer tiefen Liebe zu den Menschen heraus. Ich sehe dich und ich möchte dir Liebe entgegenbringen, weil das die Aufgabe ist, die Jesus mir für dich gegeben hat. Das habe ich oft empfunden. Solche erlebten Geschichten verändern einen ja vermutlich auch, zumindest also auch in der Glaubensauffassung. Den Satz mit der Liebe, den Sie gerade erwähnt haben, gehört vermutlich dazu. Könnten Sie beschreiben, wie sich das auswirkt auf Ihre Glaubensüberzeugungen heute?
Ich erzähle Ihnen ein Beispiel, was ein bisschen knifflig ist, aber wo ich es am stärksten gemerkt habe, die Art und Weise, wie die Christen in Indien, denen ich begegnet bin, beten. Und zwar nicht nur so als ein Ritual oder als ein sich mal in Richtung Gottes auszurichten, sondern als Herr, ich habe ein Riesenproblem und nur du kannst helfen. Wenn ich im Dschungel bin und eine Schlange beißt mich und der nächste Arzt ist 2 Tagesreisen weg, da habe ich nur sozusagen eine Möglichkeit, ein sehr intensives Gebet. Und das machen die in einem unglaublichen Vertrauen, einer Selbstverständlichkeit, kindlich, auch wenn sie Akademiker sind, kindlich. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, das ist das abgeklärt und vielleicht auch routiniert und vielleicht auch ein bisschen oberflächlich bei mir. Und als ich dann zurück war aus Indien, war ich in einer Situation, wo ich gerade noch auch darüber gesprochen hatte mit einem entfernten Bekannten. Und er erzählte mir von Schwierigkeiten, die er so hat. Und dann habe ich, das hätte ich früher nie gemacht, habe ich gesagt, darf ich jetzt mit ihm beten? Das finde ich sehr untypisch. Und dann stand ich tatsächlich da, ein bisschen zitternd, weil ich plötzlich dachte, oh, was machst du denn da? Ja, ja. Und hab das spezielle Problem sozusagen mit ihm vor Gott gebracht. Und 14 Tage später kriege ich mit, das Problem ist nicht nur gelöst, sondern er ist völlig überraschend in einer ganz neuen Situation. Und ich denke, ja, Mensch, vielleicht müsste ich viel öfter so konkret beten und mich auch trauen in Situationen, wo ich eigentlich als westlich abgeklärter Christ denke, also ja, sprechen wir mal ein stilles Gebet oder so. Einfach mich voller Erwartung und voller Vertrauen und voller Hoffnung an Gott zu wenden. Vor allem die Selbstverständlichkeit des Glaubens und dieses Vertrauens hat Sie begeistert. Ja. Nun leben Sie mit Ihrer Frau im sogenannten Kloster Triefenstein, nicht im sogenannten, das Kloster heißt Triefenstein. Mhm. Das war, wenn ich das richtig weiß, früher mal ein von Mönchen besiedeltes Kloster, ist dann aber von einer anderen Gemeinschaft übernommen worden. Da leben Sie jetzt aktiv mit? Da leben wir aktiv mit. Was passiert da? Kloster Triefenstein gibt es seit über 900 Jahren. Augustiner Chorherrenstift, Napoleon hat es säkularisiert und seit 40 Jahren sind die Christusträger, eine evangelische Kommunität, dort, die letztlich auch wie Mönche leben, arm und ehelos und ohne eigenen Besitz, ehelos und was ist das dritte? Ach, gehorsam sozusagen, nicht mein eigener Wille zählt, sondern das, ja, freudsche Fehlleistung. Damit hätte ich wahrscheinlich das größte Problem, wenn ich Bruder werden würde, aber werde ich nicht. Aber wir arbeiten und leben eng mit den Brüdern zusammen, unterstützen deren Arbeit. Wir haben ein großes Gästehaus mit 10.000 Übernachtungen im Jahr, wo Leute kommen und Stille suchen oder zum bestimmten biblischen Thema kommen. Wir haben 2 Stationen in Entwicklungsländern, nicht in Indien, aber in Afghanistan sitzen 2 Brüder von uns und im Kongo haben wir eine Station im Buschkrankenhaus. Und da Christus zu den Menschen tragen, getragen von Christus, wollen wir uns mit engagieren. Meine Wirken sich Ihre indischen Erfahrungen da auch aus? Ja, zum einen erzähle ich und zum anderen habe ich dann, als ich meine ersten Erfahrungen erzählt habe, gehört, ja, ganz zu Beginn der Christusträger vor über 50 Jahren war das erste Land, in das man gehen wollte, um zu helfen, Indien. Hat aber nicht geklappt aus Visumsgründen und dann ist man in Pakistan gelandet und Vietnam und in anderen Ländern und hat dort sehr viel Gutes getan. Es gibt erstaunlich viel Parallelen und manchmal denke ich, irgendwann kommt das eine zum anderen auch noch mal näher oder man arbeitet noch mehr zusammen. In den nächsten Tagen kriege ich Besuch von einem der Bischöfe der Netanya-Kirche, der kommt ins Kloster Triefenstein und ich kann mir vorstellen, dass sich da auch noch mal was Gutes weiterentwickelt. Bisher besteht die Brücke im Wesentlichen nur in meiner Person, aber kann noch. Schauen wir mal, wo das landet. Genau. Das große Grundvertrauen ist ja ein bisschen aufgestärkt worden durch das, was Sie in Indien erlebt haben. Da fiel mir eben ein, weil Sie es sagten, wie so ein ein kindliches Vertrauen in diesen Gott. Mhm. Und da fiel mir wiederum ein, Sie haben doch das Vaterunser nochmal vertont und daraus auch nochmal ein Lied gemacht. Vielleicht sollten wir das einfach zum Schluss hören, wenn Sie damit einverstanden sind. Gerne. Ich will noch einen Satz dazu sagen. Ich habe für mein neues Album, Was zählt, 12 Lieder aufgenommen, von denen einige auch auf die Situation von Indien Bezug nehmen. Aber ein schon seit fast 30 Jahren vorhandenes Lied habe ich neu aufgenommen. Eben dieses Vaterunser-Lied, was eine unglaubliche Verbreitung gefunden hat. Das gibt es in Französisch, in Englisch, in Italienisch, in Spanisch und wird in Deutsch, in katholischen Gesangbüchern, in evangelischen abgedruckt. Das ist für mich eine große Freude. Und jetzt habe ich es zum ersten Mal neu aufgenommen. Es gibt aber noch keine Version in Telugu, also in der indischen Sprache aus Andhra Pradesh. Und deswegen begnügen wir uns jetzt mit Deutsch und vielleicht mögen Sie ja mitsingen. Tun wir. Mut Ihnen auch die Zuschauer, das zu Hause zu tun, denn es ist so ein wunderbarer Abschluss. Christoph Zehner, danke, dass Sie uns von Ihren Erfahrungen berichtet haben und hören wir sozusagen mit einem Gebet auf. Aber vorher darf ich mich von Ihnen verabschieden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss. Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst?
der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel, sollen alle es sehen. Gib uns das, was wir brauchen. Gib uns heute unser Brot. Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gericht.